und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im EP-Projekt Real Farming Meets Reality. Mit dabei ist der liebe Volker Varuna, aka Volker, nee, Varuna LP. Servus, moinsen. Jo. So. Was los? So, Schneidwerk passt, ne? Du, ich würde hier einfach mal vielleicht mit dem Hans reden oder so, oder mit dem LU, vielleicht haben die Pflanzenschutz. Ja, habe ich denen schon als Auftrag gegeben. Hier drüber einfach mal damit heizen und dann das hier abernten noch. Ja, habe ich denen schon gesagt. Aber ich denke, die Straße kannst du trotzdem schon mal verlegen. Ja, die Straße machst du trotzdem einfach. Ja. Ist ja groß genug, das Feld da. Also die haben schon den Auftrag, Pflanzenschutz drauf zu machen. Der Herr Müller okay. Hat das schon. Alles im Gange, Kollege. Perfekt. Und bis später. So, ups. Ja. Hey, was denkt denn der von mir? Dass ich nichts arbeite oder was? So, ich hoffe nur, dass das Schneidwerk hinten drauf bleibt. So, dann ist das nämlich fertig. Guck mal, dass ich. Fahre ich jetzt hier? Warte mal. Ah ja. Ah ja. Der ist gut. Vielleicht. Ziehe ich gerade mal hier eine Spur und dann weiß der Jürgen genau, wo er die Straße hinmachen soll. Jürgen? Corona? Ich hab dir da mal eine Spur gezogen, wo du die Straße hinmachen sollst. Jo. Siehst du bestimmt ganz gut. So, kannst du hier den, ja. Kannst du gerade den Zettel hier unterschreiben? Das ist die Überfahrungsgenehmigung ja. Da und so. Moment, die mache ich gleich. Nicht, dass wir das vergessen. So. Ja. Gut, fertig. Also. Jo, perfekt. Also wie gesagt, du siehst ja, wo die Straße lang soll. Hab ja. Dir das extra eine Furche reingezogen. Jo. Gut, sehr dann schön. Bis später. Jo. So. Ich mach halt hier weiter. So, Schneidwerk ist immer noch hinten drauf, der ist gut. Herr Müller, stopp! Ja, was wollen die denn? Soll ich den Drescher noch putzen? Haben sie da irgendwie was? Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas haben. Okay. Aber ich kann mich auch drum kümmern. Wie sie wollen. Ich kann den einfach abstellen. Dann stellen sie ihn erstmal einfach ab. Gut, danke. Tschüss, schönen Tag noch. Halt, Moment, wie schaut's denn aus mit dem Pflanzenschutz? Ja, da sind wir gerade noch dabei, Pflanzenschutzmittel. Okay. Gut, dann geben Sie einfach Bescheid, wenn es erledigt ist und die Rechnung. Genau. Gut, danke, ciao. Tschüss. Dann stellt er den ab, ist auch gut. So. Dann fahre ich mal gerade rüber zu dem... Ach, da steht er. Das müsste eigentlich sein. So. Warte, ich rufe mal gerade den Sepp an. Was ist der? Servus. Und wie schaut's aus?
Ja, du kannst kommen und ich wollte fragen, ob du ein Biopilz oder Mulch hast oder sowas in der Art. Jo, hab ich. Hol ich gerade daheim ab. Okay, du kannst da mitnehmen, bitte. Jo, mach ich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Bitte. So, warte mal, ich habe gerade bei dem Herr Müller was vergessen. Hallo, Herr Müller. Ja, was wollen Sie denn? Ne, ich habe noch was vergessen. Der Anhänger ist fertig, gell? Müssen Sie abholen. Steht noch am Was hole Feld. ich denn ab? Jo, gucken Sie halt, wie viel drin ist, dass wir die Abrechnung machen können. Ja, dann hole ich dann gleich einfach ab. Danke, tschüss. Tschüss. Alter, nur am Stressen. Muss ich jetzt kurz nach Hause, dann hole ich noch so eine Stubenfräse oder den Mulcher. Was ist denn hier los? Nicht mal ein Warnblinker an, der Herr Polizist. Unglaublich. Ich dachte eigentlich, ich könnte einfach so zum Sepp und schon wieder Telefon. Hallo? Volker, Ja. überweise mal ganz kurz Geld, dann wegen dem Weg. Jo, mach das. Ja, ich bin ein bisschen pleite. Ich muss mal gucken, wann ich dir die 70.000 zurückzahlen kann. Ja, alles gut. Das kannst du behalten, ne? Jo, danke. Aber rechne es als Schenkung ab, gell? Sonst musst du hier Strafe zahlen. In der Lohnsteuer angeben. Na, wenn du mir Geld schenkst. So, ja, kein Thema. Mal richtig versteuern. Das kriege ich schon hin. Gut. War wieder eine anstrengende Woche hier. Ja. Kannst du aber glauben, du. So, ich muss jetzt zum Sepp gleich. Jo, ich bin jetzt mit dem Weg fast fertig. Okay. Und die rechte Seite vom Weg hast du Gras gemacht, oder? Soll ich da Gras am drüber machen? Ja, mach drüber. Nicht, Okay. es sieht ja hässlich aus, wenn da noch ein bisschen anderes Zeug steht. Kann Ah, man sich Gras oh, über die das sieht Sache ja. wachsen? Ja, lass mal Gras drüber wachsen. Ist das der gut gemacht? Denn ich stehe gerade da zu Hause. Ich gucke mir gerade einen Zaun an. Ja, hoffentlich gefällt er dir. Ja, das ist gut. Ist gut geworden. Sehr gut. Super, vielen Dank. Nochmal. Oh, kein Thema. Jetzt. Gut, ich muss mich sputen, dass ich zum Sepp komme. Ja, alles gut. Bis dann, erstmal. Ciao. Jo, ciao. Spannend, was wir beim Sepp für einen Auftrag kriegen. Wie viel er zahlt. Irgendwie ist der hier ein bisschen langsam, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal einen schnelleren Traktor leisten kann.
Warte mal, warte mal, warte mal. Was sehe ich denn hier? Was ist denn das? Kann mal gucken, ob der Stromberg hier irgendwo ist. Weiß nämlich nicht, wer hier Aufforstungsarbeiten genehmigt hat. Guten Tag. Ja, hier ist der Stromberger. Sie wollten, dass ich anrufe. Ah ja, genau. Ich habe gerade gesehen, gegenüber vom Händler, da steht eine Palette Fichtensetzlinge. Moment, ja, ich arbeite gerade kurz an meinem Helfer, den Händler geholfen. Ich glaube, sie kommen mir gerade entgegen. Jep. Aber können Sie einfach mal gucken. Ich frage mich, wer da, Ja, mein Fahrzeug fährt leider nicht so ganz schnell. Ja, ja, gucken Sie dann einfach in Ruhe. Es fährt ganze 25 km/h. Die steht da wahrscheinlich noch eine Weile, aber ich frage mich nur, wer da Forstarbeiten ausführt. Warte, Fichtensetzlinge. Alter! Ich glaube, es ist der Herr. Herr Stromberger, ich möchte, kommen Sie bitte einmal schnell zurück, denn der Hans-Peter ist gerade gegen den Baum gefahren. Und so unnötig gefahren, also den würde ich gerne anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Kommen Sie bitte zurück. Ja, ich sattel eben um. Yep. Hans-Peter? Klingelingeling. Ja, hallo? Ich muss nicht einfach auflegen. Ja, doch, ich muss noch nach dem Hans-Peter gucken. Ja, wie geht's? Kommen Sie einfach zurück und dann kommen Sie. Er kotzt. Wahrscheinlich Gehirnerschütterung. Ja, machen Sie mal Lautsprecher an. Ja, bis an. Da sind Bäume. Der sieht Bäume, hat er gesagt, glaube ich. Und Fische, ganz viele Fische. Fische oder Büsche? Ich glaube Sterne. Fische. Okay, Fische. Ganz viele Fische. Ah. Ich glaube, der hat zu viele Bäume gesehen. Bleiben Sie weg von der Straße, ja? Was ist eine Straße? Das da hinter uns. Da, wo Sie nicht gefahren sind. Herr Schomberger, beeilen Sie sich. Auf dem Weg zum Landhandel. Aber Achtung, nach der Kuppe. Was ist das? Rufen Sie mal den Notarzt schon mal an. Wer ist das? Der Herr Knoller. Klingelingeling. 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 Ich glaube, der ist zum Affen geworden. Klingelingeling. Wow. Herr Stromberger? Ja? Der geht nicht ran. Was mit dem Hans-Peter los ist, weiß ich auch nicht. Der sitzt jetzt plötzlich auf dem Baum. Ich glaube, der hält sich für einen Affen oder so. Ein Baum! Ich glaube, der ist ein Affe geworden. Mein Motor spielt heute leider etwas. Okay, jetzt kotzt er wieder. Ich bin fast auf die Beine gekotzt. Sind Sie? Ja, bürsten Sie sich bitte vorher den Mund ab. Nein. Ich bin der Varuna. Sie kennen mich eigentlich. Ich glaube, der muss ins Krankenhaus, Stromberger. Haben Sie nicht auch einen Schlüssel für die Polizei? Ach, die Feuerwehrwagen? Nein. Nein? Irgendjemand war doch auch bei der Feuerwehr. Keine Ahnung, kommen Sie doch einfach mal her, verdammt. Ich stehe doch nicht direkt neben Ihnen, verdammt nochmal. Ja, dann übernehmen Sie mal. Haben Sie mal einen Lappen? Ein Lappen? Liegt nein, hier. Kein Lappen. Der steht nein. Hier. Der läuft gerade weg. Kein Lappen. Ein Tuch. Ein Tuch? Was ist das? Was macht man damit? Haben Sie ein Tuch zufällig dabei? Ja, hier.
Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. So, halt, können Sie mal den Herrn Peter festhalten für mich? Ja, heben Sie ihm den Mund zu. Ich heb ihn. So, einmal abputzen, so. Wollen Sie das dreckige Tuch wieder haben? Schmeißen Sie weg, verbrennen Sie es am besten. Aber nicht in der Nähe von Bäumen. Alter, jetzt hat er mir aufs Hemd gekotzt. Mal putzen. Schreiben Sie mal einen, hier einen Dings. Sie wissen, was ich meine. Nein. Ein Tweet. Ein Tweet bei Twitter. Moment, ich probiere nochmal den Knoll anzurufen. Klingelingeling. Hallo? Hallo, Knoll. Du, komm mal zur Straße, als wir brauchen hier einen Sanitäter. Oh, jetzt will der losfahren. Ist der doof? Der Hans-Peter, der ist gegen Baum gefahren. Der hat völlige... Keine Ahnung. Der spuckt rum und weiß was ich was. Der hat auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. Bin am Weg. Jupp, zwischen Händler und Landhandel. Jo. Gut, ciao. Okay. Haben sie ihn wieder rausgekriegt? Ist er gut. Nicht, dass Gewalt der... Aber, also, eigentlich müsste man den... Oh, was ist das? Das ist mein Telefon. Jürgen? Oh. Hallo, ist bei, hier der Hans-Peter? Ja, komm mal zurückgefahren. Der hat dich doch überholt. Der ist da voll gegen den Baum gerauscht. Der Stromberger ist auch da. Wird gleich eine Anzeige. Der hat mich überholt? Ja. Ist direkt, ich bin vom Händler zum Landhandel gefahren und ihr seid aneinander vorbei. Der ist an dir vorbeigerauscht. Bei mir bist du da, hä? Hier. Siehst du mich? Auch hier. Ich leg mal auf. Jo. Nicht einschlafen, der. Aufwachen. Oh, hallo. Das ist mal von dort ab. Kennen Sie zufällig einen Feuerwehrmann hier im Dorf? Der ja, kommt der doch schon. Kommt er schon. Oh Gott. Herr Peter? Aufwachen. Guten Tag, der Knoll. Guten Tag, was passiert? Sie haben den Arztkoffer dabei. So, an dieser Stelle unterbrechen wir mal kurz. Wir splitten das jetzt. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Bis morgen. Ciao. Ciao.